Bei 6 Units. Ja, da macht die Damage Reduction vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn. Ja. So, komm. Das sind Russen. Hier muss man doch. Oder? Sind Russen gut in dem Spiel? Ja. Maxim ist auch Russe, ne? Aber Maxim ist nicht gut in dem Spiel. Ja, er ist ein ziemlicher Kack, klar. Ja, ich bin auch ziemlich kack. So, ja. Mastermind gibt mir gute Scheiße. Fick dich. Ja. Ich habe 1, 2, 3, 4 Tier 1 Units. Nein. Die Yui und dann die Yui. Okay. Ja, komm, machen wir den hier. Ich wollte eh mal ausprobieren, wie viele Bone Warriors muss ich setzen, damit die die Wave halten. Wow. Reicht das? Reichen 6 Bone Warrior? Also, ne? Nur Liquid ist ja eh schon schwer. Gehe ich einfach mal für die 6 Bone Warrior. Ja, doch. Aber damit könnte man halten. Ich glaube nämlich auch, dass die halten. Ohne Snail könntest du damit vielleicht halten. Ja, die Snail macht, glaube ich, gar keinen Unterschied, weil die sind ja Swift und haben Impact Damage. Ja, ist einfach mehr Schaden. Du willst sicher gegen. Ja, keine Snail. Schon mal optimale Vorbedingungen. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine anderen Bone Warrior? Ja, momentan sieht es ganz gut aus. Butcher und Nightmare. Schick ich auf den. Ich schicke aufs Nightmare, ne? Und ich hasse Fenstermodus. Manchmal reagieren die Seiten nicht. Oh ja. Ich hätte das mal. Nee, ich halt nicht. Ein paar Mal bei Fortnite einfach immer Fenstermodus und dann. Ich war einfach aus dem Leben getiltet. So, nur Liquid hat sich erledigt. 6 Bone Warrior halten nicht. Ich glaube, ein 7. hätte es getan. Das kann sein. Ja, die Swift Armor sagt halt rein gegen den Pierce, ne? Ja, aber ich habe halt gedacht, die regenerieren sich ein bisschen krasser. Ich muss die Snail schicken. Wenn jetzt die Feen kommt, das linke ich ja natürlich nochmal, ne? Ah, wahrscheinlich jetzt einfach. Ja, okay. Hätte ich gehalten, hätte ich es auf einen Bone Crusher geschafft, aber. Na, da kommt die Feen. Ärgerlich. Ja, ich krieg auch eine Feen. Ja, du hältst ja mit Feen, du hast ja gebaut. Ja, aber. Fire Archer, bitte greife diese Feen an. Würde ich dir sehr entgegenkommen? Nein, natürlich nicht. Er klärt natürlich erstmal die Wave Chiefs. Ich liege. Und dazu auch noch die Fiend. Hasse mein Leben. Oh boy. Na, hast du? Oh, bitte fokussiere einfach nicht die Fiend. Er fokussiert die Fiend. Obwohl, das könnte trotzdem reichen. Ja, das hätte er. Jetzt ist die Fiend weg, jetzt ist der Schaden weg. Gott sei Dank. Gehe ich einen Bombcrusher? Kannst du machen, ja. Oder ich gehe noch einen Fire Archer. Oder zwei Fire Archer. Ich gehe irgendwo einen Tank. Ich gehe zwei Fire Archer. Naja, der Swift kriegt weniger Schaden von Magic als Dingens. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Kommt noch eine Fiend? Ja, ich krieg auch noch eine.
Und die Fiende rennt natürlich direkt durch zu den... Greift doch die Einheiten an, die euch angreifen! Warum seid ihr so boostet? Ja, meiner liegt das ziemlich hart. Meiner liegt auch... Ich lieg wieder! Also, ich verstehe die Akku nicht! Hm. Ich auch nicht. Warum greifen die nicht die Einheiten an, die am nächsten dran sind? Sollte Aggro nicht so programmiert sein? Nein. Das ist Schwachsinn. Das macht gar keinen Sinn. Kämpft 1 gegen 1 gegen die Fiends. Ja, nice. Nice. Eins nicer Scheiß. Du carries mich, ne? Hoffe. Der King also, macht so, der greift die erste Einheit an, die er sieht. Das machen die meisten so. Ja, auch irgendwie sind. Aber die Fire Archer anscheinend nicht. Die chillen aber einfach mit Base. Wirklich. So halte ich ganz entspannt. So, falls er jetzt wieder eine Fiend kommt, die nicht gefokust wird, gehe ich mal über zwei Fire Archer. Kann ja passieren, ich meine. Ich höre den Tilt. Ja, der Tilt ist stark in mir gerade. Ja. Da kommt der Dragon Turtle. Um 11 Uhr war das, waren die Clan-Kriege vorbei, ne? Genau. Aber ich glaube, wir haben schon. Oder hast du schon zweimal angegriffen? Ja, ich hab 6 Punkte geholt. Ne, ob du schon angegriffen hast? Naja, zweimal. Siehst du? Ja. Kannst du nicht mal angreifen. Nee, es ging darum, weil wenn er zu Ende ist, kriegen wir die. Das ist Money, weißt du? Ach ja, ja, ja. Und ich brauch das Money. Ich überlege gerade, ob ich die 5 auch noch so halte. Oder ob ich da lieber was davor setze. Kann ich dir nicht sagen. Oh, ich schaff Triple Fiend. Ich glaube, da sehe ich mich. Obwohl Fiend Dino wäre cooler gewesen, ne? Möglicherweise. Wobei Double Fiend mehr Schaden macht, oder? Ich weiß nicht. Mit 7 Workern schaffe ich noch die Triple Fiend? Ja, schaffst du, oder? Hast noch 5 Sekunden, noch 3 Medium. Spam die einfach. Hau drauf. Oh ja. Der Typ tätet dir sowas von aus dem Leben. Denkst du, die gehen auf 6 oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Auf 6 bin ich gut. Ich nicht so. Bei dem Gegner werden natürlich die Fiends gefokust. Ich verstehe es nicht. Ja. Oh, mein Typ hält zumindest schon mal nicht. Ja, meiner hält's nur ganz schwach. Meine zwei Fiends wurden direkt am Anfang weggenommen. Solide. Ja. Hält nur die APS. Ja. Bei mir leben noch zwei Fiends und noch die ganzen Minions. Das ja, das. Reichen. Die kommen, sollten durchkommen. Was sei denn, die APS greift jetzt die Fiends an? Ne? Ja. Jetzt ist sie dumm. Aggro ist random. Ja. Naja, priorisiert die Low-Health-Minions, ne? Die Fiends haben ja mehr Leben, also. Ey, ist es echt so? 540? 320? Ist es echt so von weh. Warum geht das nicht nach prozentual? Ne, es geht darum, wem er. Also. So. Das wird ja auch seine Damage-Sache mit einberechnet, aber. Ja. Ich habe Angst. Ach, die haben nicht viele Worker gehabt, also entspann dich. Jetzt kommt der 120er Cent. Nee, der 200er Cent. 60, 120 sollten die geschafft haben. Runde ging länger, 180.
180. Ich kann rechnen. Triple Brute. I like. Nicht so. Ich hab Double Brute bekommen. Jetzt würde ich es halt noch lieben, wenn diese Fire Archer mal sich die Brutes vornehmen würden. Fokus die Brute. Nee, bei mir nicht. Bei mir werden die Rokkos genommen. Ja. Bei mir auch. Und ich fliege deswegen. Ja, ich auch. Haben die Rokkos mehr HP oder weniger? Die haben mehr HP. Das macht keinen Sinn, die Agro. Die Agro ist random. Hä, die haben doch mehr HP. Nee, die Rokkos haben mehr HP als die Brutes. Genau, aber die haben Fortified und sie haben nur geringfügig mehr. Also wenn du Impact-Schaden hast... Nee, ich hab Pierce-Schaden. Die sollten gegen die Natural mehr Schaden machen. Tun sie auch. Sollten sie. 80% kriegt Fortified und kriegt von Pierce 85. Wollen wir jetzt senden? Ja. Nee, warte, jetzt macht keinen Sinn, oder? Ja doch, jetzt macht mehr Sinn, hast recht. Schicken wir. Jetzt macht keinen Sinn. Also, was? Wovon redest du da? Was laberst du? Schlafst du? Bist du hinter in deinem Kopf? Nimm mit the play. Mann, geh halt einen Worker, du Arschloch. Ja, ich auch. Oh, ein Dino. Und ein Lizard. Ah, ich hab einen Drake. Na, du hast 40 Meteor mehr. Du hast auch einen Worker mehr gehabt als ich vor einer Runde. Da ja. Kommt nochmal 120. Und wenn jetzt wieder dieses scheiß Brute nicht angegriffen wird, ne? Ich rage quitte. Die senden halt auch nur Brutes, ne? Die werden schon wieder nicht angegriffen. Oh Mann, ne? Der Tilt ist real. Er hat nur. Und diese Randomness geht mir richtig auf den Sack. Ich hätte ihn halt so liegen gebracht, hätte ich halt keinen Drake mitgeschickt, sondern was Sinnvolles. Warum hast du einen Drake geschickt, wenn du wusstest, dass es nicht sinnvoll ist? Na, ich wusste nicht, dass er einen Cannon bei hat. Er hat Gargoyles. Ja, ja, aber die Gargoyles schafft man so. Die sind mit dem Drake nicht. Die sind Arcane und kriegen 50% weniger Damage. Ja, aber die war nicht das Problem. Mein Drake hat halt den Cannonfire gefokust und zwar nur vom Cannonfire, nur vom Drake. Und der Cannonfire hatte so einen Life-Rack an. Und, gehen wir auf 10. Halt der Moment, wenn er einfach sich gegenhält. Mir fehlt auch noch ein bisschen Gold. Der Moment für alles, was du bauen willst, der einfach Gold fehlt. Hä? Ich versteh's gar nicht. Ich habe 895 Value. Recommend Value ist 870 und bei mir der Recommend und der Balken bei mir ist auf rot. Weil vielleicht willst du saven? Naja, die haben ja gerade eben geschickt. Die saven ja nicht. Vielleicht berechnet der rein, wie viel Money die pro Runde kriegen können. Oder so, ich hab keine Ahnung. Bei mir ist auch gut und ich hab noch mehr Millionen oder so. Legion, wir lieben dich. Für Schule war. Geh ich Bone Crusher? Ne, ich glaube, das Ding ist einfach raus. Weil ich habe definitiv die Welt. Ich bin halt nämlich 100 drüber. Ich bin auch 100 drüber. Oh. Ich sehe immer noch, die gehen auf 10. Oder auf 11 haben die Press the Attack. Es gibt Press the Attack, die könnten natürlich auf 11 gehen. Das wäre natürlich super Cancer. Ja. Ich muss irgendwie schauen, wie ich 11 halte, wie ich 10 halte. Ja, wir schicken ja jetzt. Die würde wirklich mal keine Ahnung.
Dynamik. Die Mimik wird's machen. Mir fehlen 10 Gold. Ehrlich? Das ist ein Filter. Noch ein Bone Warrior. Mann, ne? Mana schickt jetzt, das ist nett. Wieder zweimal Brute und einmal Mimic. Nice. Okay. Also meiner sollte das nicht haben. Ich halte vielleicht ganz knapp. 500, 400, nee, ich halte nicht. War ganz gut gehalten. Meiner hält auch. Ja, das sollte man haben. Ja, alles Lowlife. Perfekt, guck's an! Der Granddaddy wird nicht gefokust. Alter, ich hätte es so gefallen, wäre der durchgekommen, der Granddaddy, ne? Also manchmal ist Autismus nicht sogar. Also ne, die fokussieren ja Low HP Units. Ja. Ja. Deswegen hat er gerade eben die Full HP Mimic angegriffen. Was? Suchen die sich das eigentlich manchmal aus wie die Aggro? So jetzt ist glaube ich richtig kacke, wenn ich. Was? Achso, okay. Gate Guards ist scheiße. Kann ich noch mal rerollen, ne? Ja. Oh boy. Ich hab Sea Serpent, jetzt geht's ab. Ja, ich auch. Mein Endler habe ich leider nicht genug. Gehen wir dann auf 13 hier nach? Wir machen, ja. Also jetzt nochmal schicken? Egal. Jetzt, korrekt. Was? What the fuck, hast du gerade den Endler gesehen? Nein. Da nein. Stand gerade ein Endler hier. Live. Bei dem. Ich habe einen Ghostnet bekommen, aber der war von meinem Fire Archer natürlich direkt weggemacht worden. Danke für das Geld. Naja, wenn du gut hältst, ist ja super, ne? Weißt du, mein Full-Life-Headchef heilt lieber sich selbst als den Half-Life Firelord. Ja, ich meine, wenn er Low HP ist, ne, dann macht doch Sinn. Das verstehe ich übrigens auch nicht. Warum fängt er Einheiten an zu heilen, die eh gleich sterben? Ja. Ja, es ist ja gut, dass der Lowlife-Units heilt über Units, die Fulllife sind, aber es macht keinen Sinn, den ja. Spell auf eine Einheit zu klatschen, wo gerade 5 Attacks drauf liegen, die noch 5 HP hat. Ja. Da heilt er sich kurz um 10 HP und dann stirbt er. Ja. Ist schon wahr. War schon nicht so smart. Okay. Nächste Runde schicken wir ja, ne? Ja. Wenn wir bei dir sind, sollte ich genug Punkte haben, um den Magierturm zu bauen. Ja. Hast du. Und die haben gut Walker, glaube ich. Ja. 240 jede Runde. Aber der Punkt ist, da wir im Moment noch gut halten sollten, geht auch Walker pushen ohne Ende. Ja. Mache ich jetzt mal, ne? Wir schicken ja jetzt, ne? Ja. Ich ein Schaman? Ja, klar, warum nicht? Wie viel Wege brauche ich? 300. Da sind nochmal 2 Walker drin. Nice.
Die Teile machen ja wieder Impact Damage, genau. Richtig so. So, mal schauen, vielleicht schaffe ich ja noch. Ne, sehr viel mal. Nee, schaffst du nicht mehr. Hast noch 3 Sekunden. Hallo. Bade. Mann, ist der kam nicht mehr mit. Ärgerlich. Aber die nächsten 2 Waves sind nicht ziemlich gut. Hast du Cannibals? Ne, du hast Veterans und Millennium. Immer Millennium. Easy. Ich hab Millennium und Fire Lord, also. Bin optimistisch, dass ich das halte. Ich muss Supply gehen. Nein. Deiner liegt, glaube ich. Ja. Bitte? Ja, für deinen brauchst du halt wirklich einen Zentauren. Ja. Dann lass mal auf 16 gehen. Ja. Oh shit, ich muss da eigentlich gleich meinen Bruder zum Bahnhof bringen. Dann tu das. Ach, das ist ätzend. Ja, sein Ding, das kommt ja um halb, sein Zug. Ach so. Weißt. Versteh schon. Die Sache ist, er ist natürlich noch nicht mal aufgestellt. Ja, gut. Geht man halt nicht duschen. Geht man halt mal ein bisschen ranzig rüber, ne? Ja. Ich muss halt schauen, wie wir das machen. Sonst muss ich halt meinen Opa zum Bahnhof bringen oder ich bringe ihn halt erst nach dem Mittag dann da. Die schicken immer noch nicht. Wo schicken die? Also 15 ist irgendwie. 15 bin so. Ich gut. Firelords. Firelords Spam zum Phoenix. Der carried. Ja. Vor allen Dingen, ich habe halt auch Doppelgänger, also wird es danach auch nicht unbedingt schlechter, finde ich. Ja. Mein Fatalisierer tut gut Work. Kommt nicht. Wann sind wir? 16. Achso. Ja, das kommt gut. Jetzt kriege ich keinen Zentauren hin. Mein Typ ist echt. Jetzt noch 16, also echt schlecht. Deswegen schicken wir auf 16. Oh, smarter Boy. Hab ich mir so ausgedacht, verstehst? Alles geplant. Alles geplant. Ja, die schicken jetzt. 400. Schamane Packleader habe ich. Oh, das ist böse. Und der Schamane benutzt sogar seinen Spell. Das ist unfair. Mein Schamane benutzt nie sein Spell. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Ich halte. Ja, ich auch. Wahrscheinlich. Noch ein paar Walker pushen. Mein Millenniums chillen. Ah ne, es macht gerade keinen Sinn. Ist zu knapp. Kriegen ja eh gleich Double Walker. Ne, ich halt nicht. Wir schicken übrigens, ne? Ja. Du hältst auch nicht? Ah doch, dein Phoenix hat das, glaube ich, ne? Ja, mein Phoenix hat das. Phoenix, okay. So, schafft er das bei dir auch noch? Na, wohl nicht. Ja, hat noch ein paar Units mitgenommen. Wird schon rum. Da die jetzt gesendet haben, können wir halt eigentlich ziemlich gut Worker pushen. Ne? Wie Value brauche ich denn für nächste? 3-7. Die kommen jetzt. Banana Haven. Ein Hermit würde ich. Eine Safety Mode oder ein Hermit würde ich noch mitschicken. Safety Mode schaffe ich nicht mehr, ne? Mit 30 Worker.
Nee, schaffe ich nicht. Paar dumme Snails mit. Overgang, naja. Ja. Wir müssen jetzt halt nur zusehen, dass es noch mal mehr werden. Der Millennium Shield auch hinten einfach seine Base, ne? Greift er nicht an? Naja, aber er tankt halt nicht. Ja doch, er tankt ein. Und er wird jetzt geheilt. Scheiße auf mein DPS, ne? Also, die Doppelgänger da. Oh mein Gott. Der hat Doppelgänger überlebt. Die liegen gut. Mana liegt gut. Ist GG. GG. Was fun. Learn to play. Nein. GG. Warte, Sky King, ne? Immer dran denken. Ja, aber. Wenn er das hält, dann lache ich. Ich glaube, ich sollte schon mal anfangen zu lachen, oder? Ja, weiß man schon drauf, ne? Ich glaube, das ist aber 40%. Es war so klar, dass er überlebt, ey. Das war so verdammt klar. Ja. Und jetzt einfach so, als wäre das nicht. Das ist jetzt nicht passiert. Die haben geschickt, ne? Ja. Nee, left the play! Gehen wir 18? Ja. Diese Runde nicht senden, aber dann die nächste. Ja. Ich hab 47 Worker, das muss ja irgendwas bringen. Irgendwas, hoffentlich. Irgendwas. Senpai. Notice me. Es waren 20 Units und ein Zentaure. Zwei Packlieger. Es macht nur 30% Schaden. Pass auf, jetzt liegen wir 6 Units und die machen uns 50%. Hoffentlich nicht. Nee, hoffe ich auch nicht. Also momentan sieht es noch ganz gut aus. Ich habe noch 2 Banana Heavens. Sehen fruchtig aus da vorne. Keine Banana Heaven mehr. Also ich leider. Also der Packleader denkt sich auch so, yo, ich habe 200 Range mehr als die Dragons, deswegen werde ich nicht gefokust. Also ich liege. Dito. 11 Units. 11 Units, das ist GG. Doch, ist GG. Glaube ich schon. Ich schicke schon mal den GG Zentauren für mehr Income. Ja. Warte die nächste. Ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass es GG ist für uns. Das ist GG. Nein. Alter. Hab Vertrauen. Viel zu viel Schaden. Ja. Was war? Alter. So viel Schaden tut doch nicht Not. Tut echt nicht Not. Hardening, weil auf dieser Way soll das ja möglichst zu Ende sein. Okay. Hoffen wir mal, das reicht, ne? Haben wir voll Aura. Ja. Hoffentlich ist es gegeben. Aura, Zentaure, Double. Nee. Ich hab kein Packleader mitgeschickt. Hä? Du hast kein Packleader, ne? Ich hab Double Mimic. Ich Autis. Ich Autis. Ja, ich hab Double Phoenix. Ich muss das easy halten. Er hat 4 Phoenix. Ich hab Gegnerleben noch mehr Units. Er hat 4 Phoenixe. Centaure lebt noch? Centaure lebt noch. Centaure wird gefokust. Centaure macht Flächenschaden. Ich liege. Gegner liegen beide. Oh mein Gott, das wird knapp. Halt ein bisschen länger. Halt noch ein bisschen länger. Ach, du hältst sogar. Guter Mann. Jetzt aber die. Jetzt reicht's aber. Schluss mit lustig.
Merry Xmas, ihr blöden Mother. Frohe Weihnachten! Blöden Arsch! Ja, nice. Okay, ich frag mal meinen Bruder, ob ich ihn jetzt zum Bahnhof bringe. Ja, mach das. Wenn nicht, dann. Ja, ne? Geh, blöder Tag. Bis gleich.